Hallo, ist da jemand? Das sind so Worte, die man in den letzten 2 Jahren in Corona wirklich gut kennengelernt hat. Normalerweise mit sowas wie, kann man mich hören? Ist meine Kamera an? Ist da jemand? Aber tatsächlich gab es diese Worte auch relativ oft in einem Kunstprojekt aus dem Jahr 1992, in dem Nutzerinnen im Fernsehen selber Medieninhalte gestalten konnten. Dieses Projekt, Piazza Virtuale, wurde von der Medienkunstgruppe von Van Gogh TV ins Leben gerufen. Und Mike Hentz ist einer der Mitgründer, zusammen mit Benjamin Heidesberger, Karel Dudasek und Salvatore Vanesco. Und die durchleuchten heute nochmal das Geschehen aus Sicht der Gegenwart. Wir sind sehr gespannt. Ja, hallo, hallo, hallo. Das war ein Virus während sicherlich 3 Wochen, wo wir schwer gelitten haben. Die Identitätsfindung, es war unser Virus. Ich habe auch eine Grippe, eine echte Grippe habe ich jetzt gehabt, die letzten 5 Tage. Das war jetzt keine Coronas-Grippe, das war kein Computer-Virus, sondern eine Grippe. Und ich möchte jetzt vielleicht Gunther, erstes Bild, mal gerne Pardelun danken, der uns hier eingeladen hat. Und hier sieht man ihn 1990 beim Testlauf von Hotel Pompino, einer Blue Box Game Show mit Call-In in Amsterdam über Fernsehen, viel mit Fernsehen und Radio gearbeitet. Und auch natürlich wegen CCC möchten wir natürlich danken, jetzt auch ein bisschen schwierig. Gunther, vielleicht das nächste Bild, nämlich Wau Holland, der hier ganz links 1990 bei uns an der Ars Electronica bei der Hotel Pompino Show mitgemacht hat. Jetzt, 30 Jahre später, Gunther, bitte. Hier links Mike Hentz, dann Salvatore Vanasco, Karel Dudasek und Benjamin Heidesberger sind wir, die Medienkunstgruppe Van Gogh TV und auch das Ponton Media Art Lab, was wir sozusagen 1989 einen Fixzusammenschluss hatten, ein Fixbüro hatte, eine Mischung aus Technikern, Hackern und Künstlern, wobei natürlich federführend waren schon wir vier. Wir waren die etwas Verrückten und die anderen haben uns etwas belächelt mit unseren Konzepten. Aber Gunther, es war dann schon auch eine Gruppenarbeit. Das heißt, wir haben die Sachen zusammen entwickelt, wobei wir horizontal gearbeitet haben. Alle haben zugearbeitet, also es war nicht eine vertikale Hierarchie von oben runter, wobei wir Prioritäten hatten. So, dass die ersten Labs waren mobile Labs, das sieht man hier mit dem Bus. Gunther, bitte, bitte. Oder hier an der Documenta 87, wo wir ein Studio hatten, Broadcast, Radio, Geschichten in einem Bus und in einem Glashaus, sogar Chats mit The Well in San Francisco damals, Gunther. Und dann 1992 eben in Kassel an der Documenta während 3 Monaten über Fernsehen sozusagen ein Programm gemacht haben, welches das erste Mal interaktiv war, wo die Beteiligten dann sozusagen das Publikum waren oder verschiedene Stationen und Piazzettas, die sich zusätzlich dazugeschaltet haben. Gunther, hier das Lab, das Fix Lab, was wir dann 89 in Hamburg eingerichtet haben. Gunther, hier Christian Wolf und Benjamin Heidersberger bei der Material- und Technikanhäufung, die wir über verschiedene Firmen und Sponsoring und Budgets und Projekte dann sozusagen zusammengeklaubt, Wouter entwickelt haben. Und Benjamin und Christian haben auch sehr viel Hardware entwickelt. Gunther. Zu dem Vortrag muss ich vielleicht sagen, dass ich jetzt diese
den offiziellen Sprachgebrauch. Ich bin älterer Generation, ich bin jetzt 67 Jahre alt, vielleicht nicht mehr so ganz beherrsche, aber verzeiht mir das bitte, wenn ich das Innen und die anderen Endungen oder Finalisierung vielleicht nicht so ganz korrekt rüberbringe. Dann Gunther, ja, also ich würde gerne mal, da wir ja ausgegangen sind von einer Kunstgruppe, mal auch eine Definierung unserer Entwicklung haben. Das erste ist, Kunst als Individuum zu machen, was ein Klassiker ist, Genieanspruch und so weiter. Zweite ist, dass man in Gruppen arbeitet, was man von Musikgruppen besser kennt als von, sagen wir mal, bildender Kunstgruppen. Wir kommen ja ursprünglich, nicht alle von uns, aber viele von uns aus der bildenden Kunst und aus der Performance. Und das dritte Element, was damals auch 92 vor 30 Jahren noch nicht so akzeptiert wurde, waren halt die Netzwerk- oder Netzwerkkunst oder Medienkunst oder wie wir dann auch bezeichnet worden sind als Vorläufer für die Social Media, was ja damals nicht als Kunst angesehen wurde. Gunther? Wir haben jetzt ein DFG, deutsches Forschungsprojekt gehabt, das Zinnmann Baumgärtel und Jens Schröder initiiert haben, was im August 2021 zu Ende gegangen ist. Den QR-Code kann man sich jetzt hier direkt scannen und kann das Buch auf PDF sehen. Es ist in Englisch. Es wurde von Tilman Baumgärtel und Julian Weinert über Recherchen von 3 Jahren zusammengesetzt und ist beim Transkriptverlag irgendwie rausgekommen und zeigt jetzt präzise dieses Projekt von 1992 und nicht die Projekte davor oder danach. Da hat es ja verschiedene Entwicklungen gegeben. Aber Gunther, ein Fernsehprojekt, was über den Astra und Dreisat-Kanal, Fernsehkanal gesendet wurden und teilweise auch über den Olympus-Satelliten. Und dies während 3 Monaten, also über 100 Tage. Das ist jetzt wieder ein bisschen so. Gunther. Piazza Virtuale, das interaktive Fernsehprojekt, nutzte alle damals verfügbaren elektronischen Medien, um das Fernsehpublikum, die sich dazugeschaltet hatten über Dreisat oder über verschiedene lokale Sender, die das Programm lokal runtergezogen hatten und konnten auf das Fernsehprogramm interagieren. Es gab damals noch kein kommerzielles Internet. Dazu hatten wir hatten einen Uplink zum Satelliten und die Leute konnten das Geschehen über Telefon, über Fax, über Mailbox, über Bildtelefon und auch über Chats und über öffentliche Kamerapunkte, die wir an verschiedenen Orten in Europa, in der ganzen Welt aufgestellt hatten, wo die Leute hinkamen und sozusagen direkt auf Sendung gekommen sind. Nur sie waren nicht alleine auf Sendung, sondern es waren je nachdem, was es für ein Programm war. Hier könnte man auch mal direkt mal, kann man sich das mal angucken. Ja, das ist sozusagen die Webpage, die die Leute in Mainz auch gemacht haben, wo die verschiedenen Formate, die wir entwickelt hatten, dargestellt wurden und sichtbar sind auch mit Fernseh-Examples, mit Video-Examples. Wir hatten bis zu 25.000 Anrufer pro Stunde, die versucht haben, durchzukommen. Daher auch dieser Frage, hallo. Also Gunther, hallo war natürlich dann sozusagen, bin ich denn wirklich auf Sendung?
bin ich jetzt live, weil die Leute teilweise lange gewartet haben, bis sie überhaupt reingekommen sind. Und dann fielen die in dieses leere Loch, nämlich waren sie direkt auf Sendung. Und dann sagt er, hallo, hallo, bin ich auf Sendung, hallo, wer ist da? Und 3 Wochen lang haben wir da schrecklich gelitten mit unseren intellektuellen Ansprüchen. Wir machen Kunst und wir versuchen jetzt da was Hochwertiges zu schaffen und plötzlich ist da immer nur Hallo, Hallo links und rechts und orientierungslos. Aber dieser Lernprozess bis hin zu verschiedenen Programmen, jetzt hier zum Beispiel auch die Robotkamera, wo die Leute über Touchton, also wir hatten dann Touchton-Steuerungen, wo man Malprogramme machen konnte, wo man Musikprogramme machen konnte und hier jetzt auch diese Robotkamera im Studio, Gunther. Also so sahen dann das Publikum ungefähr die Leute im Studio, nämlich in der Zentrale in Kassel, Musk Art, also das war Roboterkamera. Und dann über den Touchton konnten sie steuern, nach vorne, nach hinten und direkt reden, auch mit den Leuten im Studio. Gunther. Vielleicht ist noch erwähnenswert, dass Nick Baginski diese Kamera geschaffen hat. Nick Baginski hat diese Kamera geschaffen. Und hier sehen wir Christian Wolf, der direkt mit jemandem vom Publikum spricht. Das war dann auch direkt auf dem Fernseher zu sehen. Und ihn eine Studioführung gemacht haben. Also das Studio war transparent. Es war aber eigentlich, Gunther, hier sieht man die Container, wo das Zentrale war. Da war also ein computergesteuertes Studio, eigentlich Artificial Intelligence schon damals. Wir brauchten aber einen zweiten Computer, weil damals sind Computer auch ab und zu mal abgestürzt. Also dann gab es dann Alarm bei uns und dann war mal vielleicht mal wenn 3, 4, 5, 6 Minuten, bis der zweite Computer dann überhaupt hochgefahren ist, war dann irgendwie mal ein Sendeloch, was damals ja auch oft sozusagen das Problem war. Die Leute waren gewohnt, ein Fernsehprogramm zu haben, was lückenlos ohne Pause irgendwie läuft. Und hier gab es natürlich auch Pausen, auch wenn bis zu 30, 40 Leuten je nach Format auf Sendung waren. Auf dem Platz vor den Containern gab es auch eine Entry Point, nämlich eine Kamera. Die sieht man unter dem Schirm, da konnten sich die Leute mit Mikrofonen und so weiter direkt darunter stellen, davor stellen und waren auch auf Sendung. Gunther? Gunther? Gunther ist ist mein Sensor von Digital Courage, der hier jetzt diese Slideshow steuert. Wir hatten auch in der ganzen Zeit Katrin Brinkmann in unserem Studio, die von Dreisat, die natürlich nicht wussten, was da für ein Programm auf sie zukommt, einen Zensurknopf. Ein Zensurknopf, der Leute oder Rassisten oder Nazis oder andere Leute rausschmeißen konnte. Wir hatten aber auch gewisse Timings, die gewisse Programme, wenn jemand im Chat war, dass er nach 20 Minuten, einer halben Stunde, das kann ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr so genau, Benjamin, Timeout hatten und dann wieder reingekommen sind. Mit den Telefonlines war es ziemlich schwierig. Das ist ein Interface, was Benjamin gebaut hatte, aber wir waren am Anfang dann ziemlich überlastet. Da waren ungefähr 100.000 Leute pro Stunde, die angerufen haben. Da sind natürlich viele nicht durchgekommen. Und die mussten dann lange warten. Wir waren teilweise gesponsert von der Telekom. Wir waren teilweise gesponsert von Firmen. Wir hatten auch vom Ministerium in Österreich Geld gekriegt. Ich als Schweizer Amerikaner habe auch ein bisschen Geld gekriegt, weil wir ja an der Documenta der Kunstzentrale waren, obwohl viele Leute diese Art von Kunst noch gar nicht so auf dem Zettel hatten. Gunther, also wir hatten hier ein Zentralstudio in Kassel, wo wir alles abgelinkt haben.
Gunther. Und dann aber auch verschiedene Stationen, Piazzettas nannten wir das damals, wo wir ungefähr 20 verschiedene Städte, Kunstzentrum Paris hier war, Cité de la Science, also das war ein Wissen, aber wiederum Künstler sich connected haben und bis zu 4 Piazzettas zusammengeschaltet werden konnten. Oder eine Piazzetta hatte ein Fenster, hat ihr Programm gemacht und auf den Chat und auf die anderen Sachen reagiert von den Leuten, die dazugekommen sind. Gunther, vielleicht ist der Kontext auch wichtig. Also hier sieht man mit dem blauen Hintergrund ungefähr 1992. Da kostete ein CD-Burner ungefähr $10,000. Nelson Mandela kam aus dem Gefängnis. Benazir Bhutto wurde erschossen. The Thing fing 91 an, ging bis 2015. Dann war Desert Storm und natürlich 1989, 2 Jahre davor, war sozusagen die Berliner Mauer aufgegangen. Also alles Geschichten von der technischen Entwicklung. Wir haben ja damals Gunther praktisch noch keine kommerziellen Browser gehabt. Die kamen ja erst sozusagen 93. Und auch ganz viele technische Sachen, die heute eigentlich absolut logisch sind und wo man das alles eigentlich mittlerweile mit einem Handy machen kann, hatten wir damals alles nicht und mussten das zusammensetzen. Gunther. Wir hatten diese öffentlichen Local Camera Entry Points, die jetzt zum Beispiel in Moskau war es, aber eher ein Secret Studio, ein ISDN-Studio, das war so eine Top-Connection-Qualität. Die haben damals so Angst gehabt, dass ihr Studio ausgeräumt wurde, dass sie das nicht öffentlich haben wollten. Und andere Ort war natürlich schon, also wirklich auf der Piazza, das ist ja das italienische Wort für den öffentlichen Platz. Und das war auch die Idee, das Piazza Virtuale, der öffentliche virtuelle Platz zu nennen und sozusagen einen Treffpunkt für alle zu haben. Gunther. Hier gab es auch, also wie gesagt, Touchtone Remote Control. Es sind dann auch so Spezialpiazzettas gewesen wie Moby Dick. Das hatte der, wie hieß er, Huck, glaube ich, ja. Huck aus Bonn, der im Wissenschaftsministerium zu tun hatte, hatte uns connected mit den Forschungsschiffen. Das heißt, die Forschungsschiffe waren dann sozusagen direkt verbunden mit dem Fernsehprogramm und mit dem Publikum. Und da gab es dann auch so lustige Geschichten, wie dann ein Kapitän eines Forschungsschiffs in der Antarktis sich schon richtig vorbereitet hatte, zu erklären, was seine Arbeit war, auch in der Notion, was ist denn Fernsehen heute? Und dann war ein 11-jähriger Junge am Telefon, was oft auch problematisch war, wenn die Eltern bei uns in der Piazza Virtuale angerufen haben, ihre Kinder hätten die Telefonrechnung auf 800 Mark hochgetrieben und sie würden uns jetzt verklagen. Das ist natürlich auch vorgekommen. Aber der Kapitän musste sich dann mit diesem 11-jährigen Jungen beschäftigen. Und das war das Interessante, dass wir ein Publikum hatte, das synergetisch funktioniert hatte. Wir hatten von Gamern, Chatroom-Spezies bis Kunstleute, bis Kids, bis Wissenschaftler, die sich alle connected haben und über die Zeit nach diesen 3 Wochen Hallo dann irgendwann mal auch zu ihren eigenen Spielräumen und zu ihrem Rollenspiel gefunden haben. Das heißt, sie mussten sich erstmal einarbeiten, was bei anderen Kunstprojekten, die dann am Abend funktioniert haben, wie zum Beispiel Namjoon Paik hatte auch eine Satelliten-Connection gemacht zwischen New York und Paris. Aber das war ein Showprogramm in New York und ein Showprogramm in Paris.
Und dann haben die das zusammengeschmissen und dann haben sie ein Fernsehprogramm gemacht. Aber das Publikum war nicht beteiligt und es gab keine Spielregeln. Wir hatten ja ein technisches Framework, ein virtuelles Framework, wo dann das Coffeehaus war oder das Malprogramm oder das Musikprogramm, wo sie über Touchstone verschiedene Musikgeschichten machen konnten mit einem Live-Telefon-Zusatz, wo sie singen konnten. Das alles war in den anderen Programmen nicht vorhanden. Und natürlich wurde uns dieses Hallo-Festival am Beginn als schlechte Kunst angekreidet. Und erst viel, viel später wurde es klar, dass es um eine Art von Premeditation of Social Media ging und um ein Treffen von Leuten in der virtuellen Gunther. Gunther. ja, Gunther, nochmal bitte weiter. Ja, 92 auch noch interessant war Anfang der European Union, also die Europäische Gemeinschaft fand statt. Also interessant war zu sehen, wie sich links unten, ganz links unten sieht man ja auch Virtual Reality mit Google-Brillen, was eigentlich erst heute jetzt auch wirklich in den kommerziellen Bereich gekommen ist. Piazzetta Earth war ein Feed von der Space-Agentur aus München. Daraus ist dann später diese Space Night geworden, die am Fernsehen gelaufen ist, wo sie DJs und sozusagen die Live-Bilder, die sie gesendet haben, von dem All. Gunther. Ja, wie gesagt, erste kommerzielle Browser, eigentlich erst 1993. In der ganzen Geschichte gibt es natürlich verschiedene Topics, die eigentlich ganz interessant sind, nämlich Copyright. Wie in einer Gesellschaft, wo das Copyright auf ein Individuum fokussiert wird, wie sieht ein Copyright aus von einem, sag mal jetzt mal, Film? Es war ja live, aber man könnte sagen, ein Film, wo 25 Leute, die sich gar nicht kennen, beteiligt sind und das zusammen gemacht haben. Das sind Sachen, die immer noch offen sind. Und auch für die Zukunft, wie schafft man Techniken, Gunther, wo in der Gruppenarbeit man zusammenarbeiten kann. Das ist auch, sagen wir mal, diese Zoom-Konferenzen, ist eigentlich erst in den letzten 3 Jahren ist das mit den gleichen Fehlern, die wir damals gemacht haben. Ich habe jetzt heute auch kein Mikrofon, deswegen rauscht das ein bisschen so im Hintergrund, weil ich das vergessen habe. Also immer diese Imperfektion oder auch bei Piazza Virtuale gab es natürlich, hier sieht man natürlich diese Ziegel-Satelliten-Telefone, die natürlich dann direkt, zwar die ersten Mobiltelefons von Nokia konnten wir direkt telefonieren, aber das Satellitendelay, also sozusagen von einer halben bis einer Sekunde bis 2 Sekunden, also musste man anders reden. Hallo, tak, 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 ja, tak, 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 vielleicht, tak, 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 also ein ganz anderes Timing auch. Und der Fakt, mit Gruppen zusammenzuarbeiten oder so viele Leute gleichzeitig zu haben, ist ein anderes Timing als ein Single-Video, wo man das schnell schneiden kann und mit einem gewissen Überhaltungswert sozusagen darstellen kann. Und es sieht gut aus, aber die Kommunikation findet nicht wirklich statt. Ich meine, das wäre jetzt natürlich noch ein ganz anderes Thema. Mein letzter großer Vortrag war Himmel und Hölle von Gruppenarbeit. Das wäre ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Und teilweise kann man sagen, dass wir und unsere Arbeit vielleicht nicht unbedingt so stolz sind, was man heute so auf Social Media sieht, auch wenn wir da Premeditator waren, sind. Für die Zukunft wollen wir weiterhin natürlich dieses Archiv, was ihr hier auf sehen könnt, und auch sozusagen die Entwicklung von dem, was es heute bedeutet, also ein Reenactment, abgedatete, aktualisierte Version von heute, was wir damals gemacht haben, interessiert uns auf jeden Fall. Wir sind an Zusammenarbeiten in Zukunft interessiert. Auch, was kann man für andere Inhalte entwickeln, außer diesem Commercial Influencer Mainstream, den wir ja so lieben, nämlich andere Inhalte entwickeln und diesen Begriff von Laboratorium, den wir eigentlich hatten, sozusagen auch weiterentwickeln und nicht nur in dieser Monokultur zu leben, die wir vielfach hier zurzeit erleben, sondern wirklich auch versuchen, über verschiedene gesellschaftliche und soziale Schichten Sachen zu entwickeln. Vielleicht ein alter Leitgedanke von uns, Gundor, nicht Kunst als journalistischer Kommentar an einer existierenden Kultur, sondern Kunst als Form neuen Kultur. Das ist, was uns wichtig ist und wo der Begriff Laboratorium nicht sofort zensiert wird in der Ebene, das kannst du doch nicht machen, das kannst du doch nicht sagen, das geht aber nicht so, du musst auf deine Sprache aufpassen, dieses Thema ist aber tabu, das geht überhaupt nicht. Ich glaube, der Begriff Laboratorium hat mit Fehler zu tun. Wir haben ewig Fehler gemacht und jedes Laboratorium hatte auch die Entwicklung hauptsächlich gemacht durch Fehler. Wir sind durch die Fehler groß oder klein geworden. Und damals war es halt Fernsehen, Gunther. Und wir haben sozusagen die Lücke zwischen dem öffentlichen Rechtlichen damals, was ja sozusagen die Mainstream-Kultur war in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz, Österreich und in der Schweiz. Die haben die Privaten erst 1989 zugelassen, in Frankreich vorher schon 1980. Das heißt, 1988 Van Gogh TV in Osnabrück war ein Piratenfernsehen, wobei uns das nicht unbedingt interessiert hatte als Abenteuerspielplatz, sondern um sozusagen deswegen Van Gogh das Künstlerische als subjektive Meinung und nicht nur die objektive Berichterstattung auch zu etablieren und transparent zu machen. Soweit jetzt von meiner Seite. Benjamin, möchtest du noch was ergänzen, bitte? Oder ist er gar nicht da? Ja, herzlichen Dank, Kitty. Soweit von mir. Danke, Gunther. Ich glaube, wir können jetzt die Projektion wieder ausblenden. Und wenn es irgendwelche Fragen aus dem Netz vielleicht gibt, ich weiß nicht, ob das verständlich war, Kitty. Ob was verständlich war, dein Vortrag? Auf jeden Fall. Ja. Also zumindest ich habe ihn verstanden und wir haben Fragen. Ja. Das ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Wir können dann gleich nochmal warten, ob Benjamin nochmal mit reinkommt. Die erste Frage, die ich tatsächlich habe und die auch gut passen würde, du hattest gerade schon gesagt, ihr habt Fehler gemacht. Im Rückblick betrachtet, was hättet ihr denn gern anders gemacht? Erstmal hätten wir gerne mehr Zeit gehabt und mehr Leute. Wir haben im Lab in Hamburg mit ungefähr 30 Leuten gearbeitet. Wir mussten teilweise
unseren Leuten Jobs woanders geben, weil wir sie nicht gut genug bezahlen konnten. Es gab dann 92, 93 ein Lab in Silicon Valley. Die haben 200 Leute mit korrekten Budgets gehabt. Wir konnten uns das nicht leisten und haben eine Selbstausbeutung betrieben, die also schon bis zum Burnout. Also sonst wäre es nicht möglich gewesen. Und das Projekt war mit ungefähr 300 Beteiligten bei den Piazettas und einer Basiscrew von 30 bis 50 Leuten, die programmiert gemacht haben bis zu 24 Stunden am Tag, war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und von den Arbeitsbedingungen nicht akzeptierbar. Wie es ja leider zu oft bei Herzensprojekten vorkommt, leider. Ja. Benjamin, du warst gerade kurz wieder da, aber vielleicht auch wieder weg. Ich glaube, die Verbindung ist etwas schwierig. Die nächste Frage, die wir haben, ist, wie schwierig war damals die Kontaktaufnahme oder Koordinierung mit der Telekom und Dreisat? Also ich denke, dass mit der Telekom war es erstmal eine Art von Geschäft. Also die sind da eingestiegen, waren ja auch ein Monopol. Am Anfang wollten sie uns die Telefonrechnung noch berechnen, die wir im Container hatten. Und bei 100.000 Anrufen haben wir dann irgendwann mal gesagt, also Entschuldigung, wer sponsert jetzt wen? Das heißt, die Telekom hat den Uplink gemacht. Die Verhandlungen hatten damit zu tun, dass wir dadurch, dass wir schon mit Dreisat gearbeitet hatten und 1990 das Hotel Pompino gemacht hatten, hatten wir eine Credibility von der Professionalität. Das heißt, dies war nicht zu schwierig. Mit Dreisat war das etwas nicht schwieriger, aber man muss schon sagen, und zwar als Kompliment sagen, die haben sich auf etwas eingelassen, wo sie überhaupt nicht wussten, was für ein Resultat rauskommt. Und ich denke, dass heute sowas nicht mehr möglich wäre, dass die Risiko nicht eingehen würden. Und wir hatten natürlich schon ein bisschen das Image, dass wir etwas schlitzohrig waren und vielleicht nicht alles gesagt hatten. Wir hatten dann auch so ein bisschen das Image, ja, vielleicht machen die, was die wollen. Aber im Grunde genommen hat Dreisat wirklich ein Risiko eingegangen, einen Vertrag zu unterschreiben und ein Projekt zu lancieren, wo sie nicht wussten, was da hinten rauskommt, und zwar bis zum ersten Tag nicht. Also wir haben ja einen Kommentar, dass das alles ja damals auch als Erfolg angesehen wurde und weshalb Dreisat das nicht weiterverfolgt hat danach, nachdem es ja eigentlich ein großer Erfolg war. Oder war es aus Sicht vielleicht schon ausgereizt? Nee, Dreisat hatte nicht die Infrastruktur, es haben sich andere dafür interessiert. Benjamin, ich glaube, MTV war da auch noch dabei. Bin ich denn jetzt wieder? Ja, es geht jetzt darum, wieso Dreisat das Van Gogh TV nicht weitergemacht hat, dieses Piazza Virtuale. Das kann ich, erstmal sind sie nicht die Macher gewesen und zweitens hatten sie nicht die Leute, die das machen. Und wir waren erstmal ausgebrannt. Also ich hier auf jeden Fall und Benjamin auch und die anderen auch. Wir hatten ans Limit unserer Möglichkeiten gearbeitet. Natürlich gab es diese Fangruppen, die sagten, wir sollten unbedingt weitermachen und so weiter. Aber wo waren denn die Mittel? Also MTV wollte ja eine kommerzielle Adaption von dem, was sie wollten, mit Popmusik und so weiter. Und da haben wir vielleicht ein bisschen beraten, aber da hatten wir nicht wirklich Lust drauf. Okay. Ich habe ja auch den Kommentar, dass sich ja Karel wohl getrennt hat, dann auch von euch. Warum ist das passiert? Karel hat sich nicht getrennt. Karel hat sich später getrennt. Ich habe mir 1993 habe ich mich getrennt. Und es sind halt verschiedene Wege gewesen. Die einen wollten mehr oder weniger eine Institution, ein Lab weitermachen. Ich wollte, dass man erstmal eine Klausur macht und das mal analysiert und sozusagen eine Residenz in Amerika nimmt. Die anderen wollten Firmen machen. Da fing ja auch diese
Blase an, mit man kann Geld damit machen und so weiter. Und da gab es halt verschiedene Interessensgemeinschaften, wo dann auch alle in die vier Richtungen gegangen sind, mit Erfolg oder ohne Erfolg. Aber wir hatten regelmäßig Kontakt und jeder hat an seinen Sachen auch weitergearbeitet. Aber natürlich, das Geniale war schon die Kombination von Wissenschaft, Technik, Kunst und von einer Vierergruppe von vier Alpha-Tieren. Vier Schweinepriester, die da voll ihr Programm durchgezogen haben und zusammengearbeitet haben. Und das ist auch das Resultat. Ich glaube, dass Leute, die so viel Fähigkeiten und auch Alpha-Tiere sind, eigentlich zusammenarbeiten müssen. Und da kommt mehr raus, als wenn man da so ein Leader hat und dann ein paar Schafe, oder? Also es hat ja zumindest funktioniert. Wenn ihr jetzt die Ressourcen hättet und vielleicht auch die Energie, würde denn so ein Projekt heutzutage nochmal den gleichen Impact haben? Würdet ihr das nochmal machen wollen oder hat sich die Welt zu sehr geändert? Ich glaube, die Welt hat sich zu sehr geändert, aber was natürlich interessant wäre, wäre mit jüngeren Wissenschaftlern, Künstlern zusammenzuarbeiten und ähnliche Systeme, die vielleicht an anderen Inhalten, wie ich das am Schluss des Vortrags gesagt habe, auch interessiert sind zu arbeiten. Die Möglichkeiten sind viel, viel größer heute, aber es geht jetzt nicht darum, eine Mono- oder Clubkultur, für sowas würde ich mich nicht so interessieren, sondern für eine Öffnung, dass ganz verschiedene Berufe und Tätigkeiten eine Plattform kriegen oder einen Austausch in einem Laboratorium, wo auch Kultur entwickelt wird. Mich interessiert jetzt nicht eine Clubkultur mit Gästeliste, was ja heute fast überall ist, dass man sozusagen Spezialisten, Monokulturisten hat. Und das ist nicht unbedingt was, ich weiß jetzt nicht, mit Benjamin. Benjamin hat dann auch einen Kulturserver gemacht in den 90er Jahren, was sozusagen eine Netzwerkplattform war für 20.000 Künstler. Also ist die Frage, ob man jetzt eine Dienstleistung macht und mit seiner Erfahrung die weitertreibt oder ob man da wirklich auch forscht und versucht, neue Formen herzustellen. Mich würde interessieren, ähnliche Projekte auch mit Jüngeren zu machen und da einen Austausch zu haben, in einem Live-Charakter, in einem Laboratorium-Charakter, in einem transparenten Atelier, in Anführungszeichen. Und das transparente Atelier ist halt auch der Broadcast oder ist der, was früher Fernsehen und Radio war, heute das Netz, also wo man verfolgen kann oder teilhaben kann, wie sich die Sachen entwickeln. Mhm. Benjamin, wir können dich, glaube ich, jetzt sehen und hören. Wolltest du noch ein paar technische Kommentare abgeben oder bist du jetzt gerade wieder weg? Jetzt habe ich es gerade gejinxt wahrscheinlich. Ah, okay. Ich sollte ihn nicht mehr auffordern, vielleicht kommt es auch von alleine. Ja, gut. Ja, sind denn noch Fragen da? Ich habe ja tatsächlich noch eine Frage, die wurde im Chat, glaube ich, auch schon geändert, aber was ist aus dem Ponton European Media Arts Lab geworden? Existiert es noch? Media Art Lab, Entschuldigung. Nein, das Ponton Media Art Lab existiert nicht mehr in der Form. Es hat dann Ponton Hannover gegeben. Wir haben Unterstützung von Hannover, vom Kulturministerium bekommen, da sozusagen ein Lab zu entwickeln. Die wollten also uns von Hamburg rüberziehen. Und ein Teil der Gruppe hat dann in Hamburg weiter ein Ponton Media Art Lab gemacht. Es haben sich ganz unterschiedliche Gruppen kommerzieller und nicht kommerzieller Art weiterentwickelt. Salvatore Vanasco ist, was technische Entwicklungen betrifft, mit seinen Xylabs auch ziemlich weit vorne und in Berlin tätig. Alle sind aktiv in verschiedenen oder anderen Gruppen. Und wir kommen jetzt eigentlich über dieses Forschungsprojekt und auch über persönliche Freundschaft kommen wir wieder zusammen. Und für die Verantwortung des Archivs, also was jetzt sozusagen in der Uni Mainz sozusagen auf einer Webpage zu sehen ist, aber auch das Dokumentarchiv, wo wir es ja damals gemacht haben, ist sehr interessiert, dieses Archiv zu haben und weiter zu pflegen.
Und wir sind froh, wenn die Verantwortung für das Archiv dann auch weitergeleitet wird, was uns mehr Zeit für andere Sachen lässt. Genau, Neues. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir Benjamin einfach mal mit nur Ton probieren, aber ich glaube, er ist tatsächlich komplett aus dem Call rausgefallen immer wieder. Deswegen entschuldige dafür. Ah, wir haben ihn vielleicht wieder da. Benjamin, wenn du mal deine Kamera ausmachst und uns nur Ton gibst, vielleicht würde das gehen. Okay, ich versuch's mal. Okay. Ja, wunderbar. Das ist vielleicht besser. Das ist dann vielleicht die Bandbreite. Gibt's nicht her. Die Bandbreite ist hier sehr schwankend. Aber fragte mich bitte nochmal die letzte Frage, die ich nicht mitgekriegt habe. Tatsächlich war jetzt für dich die Frage nochmal, was denn technisch vielleicht so passiert ist oder ob du noch Kommentare zum technischen Hintergrund des Ganzen hast. Also wir haben damals ja einen sehr eigenen Weg beschritten, nämlich auf das analoge Fernsehen mehr oder weniger eine halbdigitale Struktur aufzusetzen und mit dem Telefonnetz zu arbeiten. Ich möchte nicht sagen, dass das eine Sackgasse war, aber das Aufkommen des Internets hat natürlich dann auch viele Dinge möglich gemacht, von denen wir damals eigentlich mehr nur geträumt haben. Sicherlich ist auch eine Begrenzung der Fernsehbildschirme, der vielleicht ein Dutzend oder zwei Dutzend Leuten eine Interaktion ermöglicht, aber jetzt nicht Tausenden von Menschen. Das ist eigentlich erst durch das Internet denkbar geworden. Was ich interessant finde, ist, dass wir 1994 sozusagen als fast abschließendes Projekt dieser gemeinsamen Gruppe ein Projekt in Österreich gemacht haben. Es hieß Service Area AI, was im Kern, würde ich mal heute sagen, neudeutsch Metaverse war. Also wir hatten einen 3D-Kommunikationsraum, der im Fernsehen lief, der aber auch erfahrbar war über Browser, die wir damals programmiert haben, wo man Avatare bauen konnte, die man durch diesen Raum bewegen konnte und eine Multimedia-Kommunikation möglich war. So, und klar, das war auch eine temporäre Installation, aber da war eigentlich schon diese ganze Richtung in 3D sichtbar. Die dann eigentlich. World auch, ja. Von the World auch, oder? Genau. Zum Beispiel. Wobei interessanterweise, das ist vielleicht eine Betrachtung über User Interfaces, also die Welt hat sich dann ja, also es heißt ja Windows und nicht Doors sozusagen oder Rooms oder so. Es ist ja eine flache, also der Bildschirm ist ja heute die Einstellung von Flachware letzten Endes. Also es sind kleine Fenster, die auf die eine oder andere Weise auf und zu gehen. Aber es gibt eigentlich immer noch keine richtige Erforschung der Möglichkeiten von 3D-Interfaces. So, und das haben wir halt 1994 zum ersten Mal versucht. Und es ist ja eine Richtung, die jetzt auch, sagen wir, knapp 30 Jahre später wiederkommt, eben durch die Rechnerleistung, durch die Bandbreiten und letztendlich auch durch die kommerziellen Interessen, die dahinter stehen. Das wird alles natürlich befördert, auch noch durch Corona, weil halt, also ich sag mal so verschärft gesagt, Metaverse ist halt auch die Antwort auf Corona auf eine gewisse Art. Die Frage, ob das unbedingt was Positives ist. Gut, ich würde tatsächlich jetzt abschließen und sagen, wir gehen over in die Extended Q&A-Session. Nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr das Projekt nochmal so schön aufbereitet habt für uns auch. Ich bin ja doch etwas jünger und kannte das tatsächlich nicht und finde es sehr schön, mich da auch ein bisschen reinfuchsen zu können. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Bitteschön und bitte danke herzlichen für die Möglichkeit. Dank. Ja.